Danke, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Wettbewerbskommissarin Vestager hat sicherlich in der letzten Woche in Bezug auf den fairen Steuerwettbewerb für einen richtungsweisenden Spruch gegeben, nämlich indem sie gesagt hat, dass die ersten beiden Fälle aus dem LuxLeaks-Skandal, nämlich die Fiat-Finanztochter und Starbucks, dass diese Steuervorbescheide, dass diese Tax Rollings unerlaubte staatliche Beihilfen waren. Insgesamt gab es aber über 350 Steuervorbescheide, Steuervereinbarungen, Unternehmen, die mit den luxemburgischen Finanzbehörden Sondervereinbarungen getroffen haben. Und viele von diesen Unternehmen haben weniger als 1% Steuer bezahlt. Und das hat zu enormen Steuerausfällen in ganz Europa geführt. Und die Frage ist heute aufgetaucht, wie hoch waren diese Ausfälle? Es gibt eine Studie, die im Auftrag des Europäischen Parlaments erarbeitet wurde, die davon ausgeht, dass jedes Jahr in der Europäischen Union bis zu 190 Milliarden Euro durch Gewinnverlagerungen, steuerliche Sonderregelungen, ineffiziente Steuererhebung und ähnliche Praktiken verloren gehen. Es gibt aber auch eine ähnliche Analyse des Währungsfonds, der sagt, es sind 5% des jährlichen Körperschaftssteuereinkommens, den es verloren geht. Und die OECD zeigt auf, wie ungerecht dieses System ist, nämlich dass Multistrategien haben, dass sie nur im Durchschnitt 5% KÖST zahlen, während hingegen Klein- und Mittelbetriebe 30% im Durchschnitt zahlen und grenzüberschreitend tätige Unternehmen im Durchschnitt 30% weniger KÖST zahlen als ausschließlich national tätige Unternehmen. So ist der heutige Bericht des Herrn Markus Ferber besonders wichtig, weil er der erste konkrete Schritt ist, um einen automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung herbeizuführen. Der erste konkrete Schritt, dass Steuervorbescheide und Verrechnungspreisvereinbarungen ausgetauscht werden müssen, dass mehr Transparenz entsteht im Bereich der Besteuerung und dass Steuerwettbewerb und Steuergerechtigkeit herrscht. Das reicht aber nicht aus. Es muss mehr Maßnahmen geben, so wie Country-by-Country-Reporting, das Fair Taxpayer-Gütesiegel, die gemeinsame Körperschaftsbemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer für Unternehmen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten tätig sind, aber auch Patentboxen mit Präferenzregelungen, dass dort Steuer bezahlt wird, wo die Wertschöpfung erfolgt, und eine Aufwertung der Code of Conduct-Gruppe, um einiges zu nennen.